Ja, ich freue mich sehr über die Zahlen, die jetzt deutlich geworden sind zum Klimaschutz. Man sieht, dass Klimaschutz wirklich wirkt. Wir sehen, dass durch die Reform des Emissionshandels und dadurch, dass Braunkohlekraftwerke in die Sicherheitsreserve gegangen sind, deutliche Reduktionen des CO2s da sind. Das sind jetzt erste vorläufige Zahlen, also die genauen Zahlen werden wir erst ab März bekommen, beziehungsweise dann erst im nächsten Jahr die genauen Berechnungen. Aber man sieht jetzt schon, im Energiebereich tut sich etwas, da wirkt der Klimaschutz. Was jetzt passieren muss, ist, dass das auch in den anderen Bereichen passiert, also dass wir noch mehr erneuerbare Energien haben. Wir sind jetzt bei 43% beim Strom, das ist Rekord, das reicht aber noch nicht. Wir müssen noch mehr Strom aus Wind und Sonne haben. Wir brauchen neben der Energiewende jetzt auch eine Verkehrswende. Das heißt, das nächste Auto, was man anschafft, das muss eins sein, was deutlich weniger Sprit verbraucht, am besten gar keinen Sprit mehr verbraucht. Und es muss sich auch im Gebäudebereich noch mehr tun. Auch dort muss CO2 vermieden werden. Insofern sind das schöne Zahlen. Ich freue mich über diese Prognosen, die wir jetzt haben. Aber es muss auf jeden Fall weitergehen. Es ist noch eine ganze Menge zu tun. Im Moment sind die Zahlen gut. Wir haben 43% Erneuerbare, also Strom aus Wind und Sonne in unserem Strommix. Das sind gute Zahlen, aber das muss so weitergehen. Wir wollen ja in 2030 60% erreichen und deswegen muss es da einen stärkeren Ausbau jetzt noch geben. Darüber verhandle ich gerade mit dem Wirtschaftsminister. Das stimmt und ich bin sicher, dass wir da zu Ergebnissen kommen werden. Aber klar ist, es muss einen weiteren Ausbau geben. Ich bin erstmal froh, dass wir über das Klimaschutzgesetz jetzt sektorscharfe Ziele haben, dass man genau nachvollziehen kann, passiert in den einzelnen Bereichen genug. Wir sehen bei Energie, passiert eine Menge, da sind wir auf dem richtigen Pfad. Bei Verkehr ist es noch nicht so. Wir werden jetzt ja Abschätzungen des Maßnahmenpaketes bekommen, die wahrscheinlich auch im März da sind, also zwei verschiedene Forscherteams, die genauer berechnen, reicht das eigentlich, was vorliegt. Es ist aber vollkommen klar, alle, die jetzt überlegen, sich ein neues Auto anzuschaffen, einen neuen Wagen zu kaufen, die müssen darauf achten, dass der weniger Sprit verbraucht und damit auch weniger CO2 ausstößt. Es muss mehr attraktive Angebote geben. Da sind die Automobilfirmen gefordert. Also im Bereich des Verkehrs muss ich noch deutlich mehr tun. Man sieht, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass die Klimaschutzmaßnahmen wirklich wirken. Aber wie die Zahlen ganz genau sein werden, das kann man heute noch nicht sagen. Die Richtung stimmt, die Tendenz stimmt. Und das ist mir wichtig. Das muss jetzt aber auch so bleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir werden die Ziele nur erreichen, wenn es jetzt auch wirklich so weitergeht, wenn weiterhin genug passiert für den Klimaschutz. Das geht nicht automatisch. Also ich würde jetzt nicht sagen, wir können uns alle zurücklehnen und das wird schon irgendwie. So leider nicht.